Moin Moin und Servus, meine Buben. Wir sind wieder hier bei einer weiteren Ausgabe von Yo-Kai Watch Blasters Weiße Hundebrigade und natürlich ganz klare Angelegenheit, Montagsentruppe nicht zu vergessen. Ja klar. Wir sind hier im Trainingsraum, ja in der Level-Turnhalle und gucken jetzt mal, dass uns hier der Bruder da vorne erklärt, wie man auflevelt. Es wird dementsprechend sehr wild und lecker. Lasst also gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen sollte, danke meine Bros und ja klar. Abonniert hier gerne rein, wenn ihr mehr sehen wollt. Ja, na klar, ne? Der Sandsack, der wahre Bruder in Form von Gargaros. Na klar. So, aber jetzt haben wir hier natürlich, wie heißt er mal? Renny Ren oder? Ey, ich bin voll raus aus den Yokai-Namen, wirklich. Ihr könnt mich nicht aufhalten! Dich von Wasser abhalten! Und wieso schreist du so, du Sau? Trainer René, ja klar. Ich bin Trainer René. Ihr könnt mich nicht von meiner Leidenschaft abhalten. Ja, Leidenschaft, zuckersüchtige Trottel in Form zu bringen. Wie bitte? Super, noch ein Spinner. Warte mal. Verkneifst dir, du Pfosten. Wie lange bist du schon hier? Also gut. Schon eine ganze Weile. Ich kam zusammen mit Schleifer. Das heißt, du bist auch von Schleifer gekommen, so einer von seinen Freunden? Ich bin René. Ja, ich kenne ihn schon seit Jahren. Von heute an werde ich hier als euer Trainer arbeiten. Keiner wird euch mehr als Gurkentruppe bezeichnen. Weil ich hier bin, um euch zu helfen, weiterhin eure Level zu erhöhen. Du kannst nun in der Level-Turnhalle im ersten Stock deine Level ehrenlos erhöhen. Levelaufstieg. Die Level-Turnhalle im zweiten Stock ist meine, Trainer Renés Trainingsstätte. Wenn du mich darum bittest, kann ich einen Yokai-Level-Aufstieg arrangieren. Doch um den Level eines Yokai zu erhöhen, brauchst du Unikugeln. Für den Levelaufstieg wählst du ein Yokai und hältst dann den A-Knopf gedrückt. Während du den Knopf gedrückt hältst, braucht der Unikugeln auf. Der Levelaufstieg kann nur hier durchgeführt werden. Vergiss das nicht. Das habe ich zum Beispiel voll vergessen. Ich dachte, nach Ende einer Mission kriegt man automatisch XP, aber... Ja gut, ne? Ihr müsst eure gesammelten Unikugeln benutzen, um den Level eines Yokai zu erhöhen. Gehen wir es an! Ja gut, ne? Also ich bin ja jetzt quasi gezwungen, mit meinen 92 Unikugeln auf Krampf Level zu erhöhen. In Ordnung, versuche den Level zu erhöhen. Levelaufstieg. Gucken wir mal, ne? Also ich sag mal so. Shibanyan, ja. Das ist wie, ey, ohne Witz, das ist hier gerade das andere Tanken, ne? Ich habe zwar lange nicht getankt, aber was ich euch sagen kann ist, ne? Du willst bei dem Level-Up immer gucken, dass du die 35 Oli-Kugeln jetzt in dem Fall zum Beispiel auch mal voll ausschöpfst und nicht irgendwie ein zu viel reingibst oder so. Ne? Und das ist das andere Tanken. Denn beim Tanken ist es ja auch so, dass du immer versuchst, auf eine möglichst runde Zahl zu kommen. So 10,01 €. Ah! Man kennt's. Aber ich weiß gar nicht, wen soll ich hier noch aufleveln? Wir gehen auf Shibanyan only, weil jetzt mal ganz im Ernst, sobald wir in Kapitel 2 sind, spielt IAE mit und das heißt, dann sind die drei Brüder hier leider, Rip und F, möchte ich sagen, ne? Na klar. So, aber wir hätten es, zumindest geschafft. So läuft das hier. Level erhöhen macht Spaß. Ich werde euch einheizen. Bereitet euch darauf vor. Klingt gut. Soldaten, die nächste Mission erwartet euch schon. Was? Schon wieder eine? Okay. Diesmal kannst du einen Yokai-Freund mitnehmen. Hä? Ein Yokai? Ein Yokai-Freund? Auszug! Bitte an Froland im zweiten Stock um Hilfe. Auf geht's. Beeilen wir uns lieber zur zweiten Stockwohnung. Ich weiß Bescheid. Junge Allah, in der Wohnung. Ist jedem klar, dass man im zweiten, dass man mit dem zweiten Stock eben dieses Gebäude meint, weil wir hier eh die ganze Zeit unterwegs sind, um uns umzuschauen. Oder hat irgendein Level Stockwerke? Tja, ne? Das werden wir wohl niemals herausfinden. Aber erstmal, na klar, eine Runde duschen. Das haben wir uns aber verdient. Und die natürlich ganz klar die Klappe immer auflassen, denn das ist schön asozial. Ja klar doch. Shibanyan hat seine Manieren natürlich auf dem Klo vergessen. Aber ist ja auch kein Problem. Schleifer hat mich bereits informiert und mir gesagt, was ihr braucht. Ein Yokai-Freund, oder? Ihr geht also gemeinsam auf Mission. Du
Kannst du deinen Yokai-Freund aus der Wohnung im zweiten Stock mitnehmen? Und Flederlein macht schon komplett Auge. Habt ihr vielleicht gesehen? Du brauchst deine Yokai-Freunde nicht steuern, denn sie kämpfen automatisch, denn es sind Bots. Du kannst deine Yokai-Freunde mit auf Mission nehmen. Es ist möglich, bis zu 3 Freunde mitzunehmen. Du kannst jederzeit mit mir reden, um einen Yokai-Freund auszuwechseln. Ich wähle erstmal nur einen Freund, den du mitnehmen möchtest. Oh Gott. Ist das hier ein langsamer Flow? Zur nächsten Mission werdet ihr zusammen ausrücken. Ja, ja, genau. Und dann sind es doch 3, ne? Also insgesamt 3 und nicht 3, die ich mitnehmen darf. Schwein! Ja gut, Flederlein, kommen Sie heran. Ich hätte Sandal mitnehmen können. Er wäre so der perfekte Heiler gewesen. Aber ich glaube, das haben wir nicht so unbedingt nötig jetzt gerade im ersten Kapitel. Das sollte alles abdecken, was Yokai-Freunde angeht. Als nächstes rede ich ein wenig über Yokai-Stämme. Es gibt 8 Yokai-Stämme, die uns bekannt sind. Naja, nicht mehr. Das ist an sich nicht mehr so zeitgemäß, ne? Schlecht gealtert, die Aussage, Froland. Schlecht informiert. Viele Yokai eines Stammes besitzen ähnliche Fähigkeiten und Techniken. Sieh dir ihren Stamm an und lerne, was für eine Art Yokai es ist und um welche es sich handelt. Du kannst den Stamm eines Yokai an seinem Stammessymbol erkennen. Na klar doch. Gab es hier auch eigentlich solche Stammboni, wenn man mehrere gleiche Stamm-Yokai in ein Team gepackt hat? Werden wir noch rausfinden. Nur so nebenbei, ich selbst bin vom Herzsiegerstamm. Das letzte Thema behandelt Yokai-Elemente. Ohren auf! Yokai und Oberbosse besitzen alle ein Technik-Element. Es gibt 7 Elemente, mit denen Schaden zugefügt werden kann. Feuer, Wasser, Blitz, Erde, Eis, Wind und Absorption. Yokai und Oberbosse haben starke und schwache Elemente. Finde ihr schwaches Element, greif sie damit an und erhalte einen Schadensschub. Das ist auch so eine Sache, ne? Ich denke, die wenigsten haben diese Moves, sage ich jetzt mal, befolgt. Am Ende war es doch eh nur drauf kloppen, oder? Das sind alles Informationen, die ihr von mir braucht. Geht nun zur Kommandozentrale im dritten Stock und rückt zu einer echten Mission aus. So echt ist sie aber nicht, wenn, ich sag mal, nur Flederlein mitkommen darf. Weißt du, wie ich meine? Wähle eine Mission und rücke aus! Na klar. Werden wir dann nunmehr tun? Ja klar, und zwar auf die zweite Mission mit Yokai-Freund. Besiege alle bösen Yokai, drücke mit einem Yokai-Freund aus, so verdoppelst du deine Kampfkraft. 30 Minuten ist hier die Zeitlimitierung. Du heilige Scheiße, und ich dachte echt schon, wir kommen irgendwie in zeitliche Bedrängnis oder so. Aber das ist ja echt sehr, sehr großzügig, sage ich jetzt mal, ne? So, wir rücken aus. Und, ja, ich sag mal so, skippen werde ich diese Sequenzen, sobald alle 4 einmal miteinander im Auto gesessen haben, ne? Ihr kennt diese typischen Nintendo-Kicks, ne? Man kennt's doch. Ja, wir starten durch. Und zwar weiterhin in Lenzhausen-Neudorf, aber in der Nähe vom Dreikantpark. Na klar doch. Das wird ein Kinderspiel mit uns zwei, ein Kinderspiel! Sehr wohl, denn der Erste musste schon dran glauben. Und zwar, Schwammurai war das, ne? Ja, sicher doch. Ja, also die Oni-Kugeln, die hier überall rumliegen, ich will die schon ganz gerne mitnehmen. Wenn es jetzt nicht so die kleinsten Kugeln auf der Welt wären, sage ich jetzt mal, ne? Also, kann man auch mal eine große hier reingönnen, ne? Charmanter später, was haben wir hier? Noch ein Reißball, aber den brauche ich ja gerade eh nicht. Wird aber natürlich ein sehr wichtiges Element sein, sage ich jetzt mal, ne? Für unsere, ich sage mal, nächste Zeit, die wir hier miteinander verbringen werden, ja klar. Hier ist der nächste Doof-Cup. Hauen sie rein, Bruder. Hauen sie doch einfach nur rein. Aber ich glaube nicht, dass das die einzige Mission ist, oder? Ich meine, in der ersten Mission mussten wir 6 Yokai besiegen. Hier sind es 5. Deswegen glaube ich, da kommt jetzt was auf uns zu. Keine Sorge, es steht 2-1. Ja, moin. Keine Sorge, meint er. Genau das macht mir Sorgen. Mochismo, du Sau. Also,
Lederlein ist leider gerippt. F geht in die Comments hinaus. Ich hab dich doch gewarnt. Und was können wir nun tun? Ja, nix, aufgeben. Bleib bei uns, geh nicht ins Licht. Scheiße, Bruder. Reg dich ab, sein Häubchen. Er hat seinen Aufstieg noch nicht vollzogen. Wie bitte, was bedeutet das? Fallen deine Life Points bei einer Mission auf Null, wirst du ohnmächtig. Bist du ohnmächtig und beginnst aufzusteigen, sinkt deine Aufstiegsanzeige. Fällt deine Aufstiegsanzeige bei einer Mission auf Null, wirst du aufsteigen. Steigst du auf, wirst du aus der Schreckenszeit entfernt und kannst diese Mission nicht mehr bekämpfen. Du wirst nicht ganz entfernt und kannst nach der Schreckenszeit zurückkehren. Vermeide aufzusteigen, da es danach schwieriger wird, Kämpfe zu gewinnen. Bist du nicht komplett aufgestiegen, kannst du noch wiederbelebt werden. Mit Hilfe des B-Knopfs kannst du Ohnmächtige in der Nähe wiederbeleben. Halte dazu den B-Knopf gedrückt, um die Aufstiegsanzeige wieder ansteigen zu lassen. Wenn deine Aufstiegsanzeige voll ist, kannst du wiederbelebt werden. Ist jeder in deinem Team aufgestiegen, ist die Mission gescheitert, ihr Versager. Benehme Freunde rechtzeitig wieder, um gemeinsam die Mission abzuschließen. Er kann immer noch wiederbelebt werden. Geh zu ihm und halte den B-Knopf gedrückt. Los jetzt! Ja, aber ihr seht es hier schon. Mochismo, die Sau, lässt mich ja irgendwo nicht. Der ist mich die ganze Zeit am Schlagen. Puh, gerade noch gerettet. Das war aber echt knapp. Darum habe ich gesagt, Deckung hoch. Ja, ihr seht also, hier wird immer noch ein bisschen was erklärt, ja. So die einfachsten Dinge. Aber, mein Gott, ne. Was willst du machen, ne? Im letzten Part habe ich noch gesagt, ich weiß nichts mehr. Also ist es ja eigentlich ganz gut, dass wir hier nochmal ein bisschen Auffrischung kriegen, ne? Tippe Wechsel auf dem Touchscreen an, um einen Yokai-Freund zu steuern. Wechsle zwischen Angriff und Abwehr und steuere den Yokai entsprechend. Dein Yokai-Freund muss in der Nähe sein, damit er gewechselt werden kann. Pass auf, dass ihr zusammenbleibt, denn sonst kannst du nicht wechseln. Diese Gegner sind aber immer noch gesund und munter. Nutze Wechsel, um es ihnen heimzuzahlen. Ja gut, dann switchen wir mal und heilen. Und heilen, ja klar, ne? Es wird Zeit. Ihr seht auch schon hier, Flederlein, hat sie gerade versucht, ihre Ulti zu ziehen, oder was war das? Gute Arbeit, machen wir weiter. Ja gut, die Tür ist zwar gespawnt, aber das war's noch nicht. Na klar, man kennt's. Ist das wirklich der richtige Moment anzugeben? Immer dieses Flexen, ohne Witz, ey. Boah, der mich auf. Aber ich glaube, ein anderer Yokai braucht Hilfe. Wirklich? Dann retten wir ihn. Ja, ich glaube, er ist hier, oder? Ja, klar. Rebelzebub, nee, warte. Rebelzebub war es gar nicht. Rebelzebub hat uns, hier den Ärger überhaupt erst bereitet, die Sau. Hm. Na klar. Anscheinend hast du alle angreifenden Yokai bezwungen. Ja, und Simpel wäre gerettet, ne? Ja, danke, ihr habt mich gerettet. Ich bin so langweilig. Das kam eher unerwartet, aber die Rettung war erfolgreich. Toll. Ich hätte sonst die Haftung verloren, ihr Losers. Hm. Genau, Losers mit S. Ne? Na klar. Du bist wohl nicht so einfach zu beeindrucken, Glitzy. Haha, gut gemacht. Jetzt könnt ihr entkommen. Ja, danke, Brodinius. Wo ist denn bitte Simpel hin? Der musste sehr dringend los, ne? Der wahre Bube. Na klar. Ja, ich würde sagen, ich sammle noch kurz die restlichen Unikugeln ein, ne? Weil jeder einzelne zählt. Ja, bis gleich. Ja, ich weiß zwar nicht mehr, ob ich das jetzt noch zur Tür schaffe. Sieht ein bisschen kritisch aus. Ja klar. Aber ist auch nicht so schlimm. Ihr kennt den Lachs doch. Am Ende des Tages wirst du ja eh, ich sag mal, automatisch zurückgebracht, ne? Von daher, scheiß drauf. Wir kommen wieder zu Hause an. Und das, schmeckt, könnte man sagen, ne? Na klar. Ja, Mission geschafft. Ehre. 105 Unikugeln, er ist jetzt nicht besonders viel, ne? Aber, mein Gott. Das sind halt, wie gesagt, die anfänglichen Level, ne? Also, die ersten Level, da warte ich jetzt auch nicht, dass wir da irgendwas kriegen. Marathonikum, damit kann man ohne Ende rennen. Sehr ehrigst. Ja, wir speichern natürlich ganz klar eure Angelegenheit.
Und, Wie bitte? Jetzt die Frage, was kommt jetzt? Was nun? Was machen wir hier unten? Ja. Schleifer hat uns befohlen, in den Abstellraum im ersten Stock zu gehen. Willkommen? Ja, willkommen, willkommen. Ich hab was zu tun. Ist das nervig? Ich bin sehr beschäftigt, weißt du? Wie bitte? Wie bitte? Ich habe jede Menge Sofas und Schokoriegel. Eine Terrasse zum Sonnen und TV-Serien zum Ansehen. Ah, der Danke, dass du mich vorhin, du weißt schon, gerettet hast. Hey, du! Bei dir dreht sich alles nur ums Faulenzen. Das ist doch keine Beschäftigung. Aha. Um mich brauchst du dir keine Sorgen. Na gut. Dann schenk mir eben keine Beachtung. Ja. Ganz ehrlich, ich bin's ja auch gewohnt. Was zum Miauen? Simpel! Ich bin Simpel und habe die Ehre, den Laden im ersten Stock zu führen. Der Laden heißt Simpels Laden. Ein langweiliger Name, ich weiß. In Simpels Laden kannst du mit Onikugeln Items kaufen. Diese Items kannst du auf Missionen mitnehmen. Du kannst doch Items verkaufen, also gegen Onikugeln tauschen. Juhu! Simpels Laden sieht recht nützlich aus. Genau, hätten wir den doch schon früher gehabt. Wie bitte? Dieser Laden war doch schon die ganze Zeit hier. Keine Sorge, ich bin es gewöhnt, dass mich keiner bemerkt. Ach, Simpel, der Bruder. Ah, noch eine Sache. Ihr müsst doch wissen, wie ihr Items auf Missionen mitnehmt. Du kannst auch Kampf-Items auf Missionen mitnehmen. In der Inventar-App des Yokai-Pads kannst du Kampf-Item-Sets herstellen. Es ist auch möglich, in der Inventar-App die Ausrüstung deines Yokai zu ändern. Kampf-Items und Ausrüstung kannst du noch kurz vor dem Ausrücken ändern. Während du mit Schleifer sprichst, drückst du den Y-Knopf, um dein Inventar zu öffnen. Hier kannst du ganz praktisch und kurzfristig Item-Sets ändern, sogar nachdem du eine Mission gewählt hast. Puh, ich glaube, das ist alles, was ihr über Items wissen müsst. So, Simpels Laden wird ab jetzt all eure Shoppingbedürfnisse befriedigen. Simpels Laden im ersten Stock ist dann soweit natürlich geöffnet. Na klar. Tut mir leid, dass ich entschuldigt, dass, ja, dass die Öffnung so simpel ausfällt. Aber für alle ist das halt maximal peinlich gerade, ne? Die wahren Brüders. Wir gucken mal kurz, was gibt's denn hier so? Was kann man sich denn hier schönes, leckeres kaufen? Ja, bisher halt nur so der... Ja, ne? Die einfachsten Kampf-Items, die du halt in den Missionen schon auf dem Boden rumliegend vorfindest, so. Bis bald bei Simpels. Ach je. Ja, Simpel ist ein wahrer Bruder, ohne Witz, ein wahrer Ehrenmann. Er kann nix dafür, Junge. Ja, wie sieht's aus? Ich bin immer noch nicht stark genug. Unglaublich. So, ansonsten, was ist jetzt die Mission? Sprich mit Schleifer im dritten Stock. Wahrscheinlich für die nächste Mission, oder? Oder können wir uns... Und ich meine, wir müssen doch hier jetzt schon irgendwie die Mitglieder ändern können, oder? Dass wir jetzt auch schon mehr Yokai mitnehmen können. Hat uns Schleifer nicht eben versprochen, das geht? Schleifer? Kicks? Ja, ich glaube, er muss komplett los. Jetzt erklär mal, du Sau. Da bist du. Ich habe gute Nachrichten. Ja. Wie gut? Extrem gut. Die Dinge hier werden ziemlich lebhaft. Aber euch als Blasters fehlt noch etwas sehr Wichtiges. Na, was glaubt ihr? Was könnte das wohl sein? Natürlich! Was uns als Blasters fehlt, kann nur eines sein! Die Supermiezen! Na klar doch, die Supermiezen. Na sicher doch. Ja? Völlig falsch! Ich weiß nicht mal, wer das ist! Was zum Henker? Nicht dein Ernst, du kennst die Supermiezen nicht? Na klar. Das ist die größte Popgruppe von Yakimoto Niyazushi. Ach je. Shibanyan ist ihr größter Fan. Wirklich ein echter Superfan. Wenn er doch nur seine Pflichten als Blasters genauso ernst nehmen würde. Genug Unterhaltungsgetratsche. Was dem Blasters? Blasters? Busters? Blasters? Oder Besters? Schreiben Sie es jetzt in die Comments, ja? Was könnte die richtige Antwort sein? Hört jetzt gut zu! Los, los, los! Bereit?
Yokai, die an eurer Seite kämpfen. Wie bitte? Was? Auszug! Ihr müsst jetzt ausrücken und Verbündete suchen. Das ist eure nächste Mission. Na klar. Ja gut, na, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Froland und wählen die Mitglieder aus. Na klar, ne? Yokai-Einsatztrupp. Es geht halt immer noch nicht, ne? Warum geht's denn nicht? Hä? Hallo! Froland? Froland? Ist das dein Ernst? Also, Real Talk jetzt, ne? Ich dachte jetzt, in der nächsten Mission können wir schon zu viert antreten, aber irgendwie nicht. Alles klar, Schleifer, merke ich mir, du Sau. Merke ich mir fürs nächste Mal. Brüder, apropos nächstes Mal, beim nächsten Mal wird Schleifer sehen, was er davon hat. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, ich sehe auch gerade auf der Uhr. Ich habe ja mal ein XXL-Part aufgenommen. Da muss ich mal schauen, wie ich das jetzt am besten mit Begrüßung und mit Verabschiedung schneide. Damit das nach einigermaßen Übergang aussieht. Ja, huch. Brüder, so oder so, bis zum nächsten Mal. Gehaben Sie sich wohl, hauen Sie rein und tschüss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Und ja, abonniert hier gerne rein für mehr, na klar. Bis zum nächsten Mal und hauen Sie rein.